Nummer 9. Lispelnd und geheimnisvoll. Poco Andante. Eines der faszinierendsten Stücke überhaupt. Der Eindruck von einem Traum hier ist offenbar. Das merkt man auch darin, dass Menschen, die dieses Stück zum ersten Mal zum Hören bekommen und gar nicht wissen, was es ist, spontan sagen, es klingt doch wie geträumt. Schlüssel zu diesem Satz ist ein Wiegenlied von Ottilie Suková, seine Frau, wo Suková schreibt: Da schreibt Zug. An vielen Stellen kommen Reminiszenzen von ihrem Klaviersatz vor. Motive, die wie die Melodie des Wiegenlieds dann aber wieder eine Erinnerung an das Todesmotiv. Am Ende zitiert Zug sich selbst aus Zur Genesung meines Sohnes, als ob zu sagen: Gott sei Dank bleibt mir noch Yoshi. Dichter Klaviersatz mit unkonventionellen harmonischen Wendungen verlangt, dass man hier beim Spielen dort Zeit lässt, wo Zeit hingehört. Ein strenges Vorwärtspreschen macht hier keinen Sinn. Jeder Wechsel der Harmonie muss sorgfältig eingebettet sein, sonst geht die ganze Musik an einem vorbei. Vielleicht etwas zu dem Klaviersatz, was für uns praktizierenden Musikern vielleicht von Interesse sein könnte. An wenigen Stellen lässt der Komponist hier einige Töne von dem Satz weg. Und der Eindruck entsteht, dass er dadurch die Spielbarkeit für die Hände verbessern wollte. Und es ist natürlich sehr klug vom Komponisten, das zu machen, wenn er seine Stücke gespielt haben will. Nun, da könnte man auch meinen, dass man vielleicht merkte, dass das Hauptinstrument des Komponisten die Violine war und nicht das Klavier, obwohl er anscheinend ein hervorragender Pianist auch gewesen sein muss. Denn durch Neuverteilung der Töne zwischen den Händen oder einfach durch die allgemeine technische Flexibilität könnte man diese weggelassenen Töne auch gut spielen. Und aus meiner Sicht würden sie auch dem Klangbild gut dienen. Da muss man allerdings gut aufpassen, denn es könnte ja auch sein, dass der Komponist ein höher geordnetes klangliches Ziel hatte und deswegen die Töne wegliest. Dass man als Interpret nicht durch seine eigene Schlaumeierei etwas kaputt macht. Also ich glaube, dass ich letzten Endes dem Notentext treu geblieben bin bei dem Vortrag. Hoffentlich. Dieses Stück hat außerordentlich viele sich einander folgende Motive. Und die folgen sich einander, ohne dass sie direkt verwandt wären.
Ein Traum. Also, es gibt nämlich einen Bericht, dass Suk bei einem Spaziergang, er soll Spaziergänge geliebt haben, wenigstens das ist gemeinsam zwischen ihm und mir, dass er bei einem Spaziergang einmal unter Lindenbaum Schutz vor der Hitze suchte und im Halbschlaf Musik hörte. Und dann zu Hause angekommen, hat er dann aufgeschrieben, was er da gehört hatte. Das wäre also kohärent mit dem Wandel der Motive, die wie Traumszenen sich aneinander folgen.